Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. Wieder in Stalingrad. Die letzte Fehde, die wir brauchen, nämlich auf dem Weg zur Legende. Ihr habt euren Bruder befreit und sollt aufs Dach gehen. Dort, wo wir die anderen Trophäe auch machen können, dort müssen wir hoch. Also, hier müsst ihr, ihr dürft keine Fehlschüsse haben. Also mit euer, ich würde euch wirklich eine Sniper entfehlen oder die Sniper, die ihr von eurem Vater bekommt oder aufhebt, würde ich wirklich nehmen, weil eine andere ist jetzt wirklich nicht so schön. Also ihr nehmt die und zieht wirklich auf die Leute, die stehen. Ihr könnt auch, wie ich euch gleich zeigen werde, einmal daneben schießen und einfach Kontrollpunkt neu laden. Es geht aber nur bis bevor die Panzer, die Kettenfahrzeuge kommen. Ihr könnt da ruhig laden und dann wieder neu starten und weitermachen. Was ich euch empfehlen würde, wäre die Molotows erstmal zu nutzen. Ihr müsst aber trotzdem wirklich ein, zwei, dreimal mit dem Gewehr schießen. Eigentlich am besten wäre es nun natürlich nur einmal und der muss sitzen. Ob ihr mit dem Molotow jetzt keinen trifft, das ist egal. Es sind wirklich nur die Schüsse. Aber ich habe dann am Ende wirklich noch genug Zeit, Schüsse zu setzen. Also hier die ganzen Gegner könnt ihr wirklich in Ruhe mit den Molotows bearbeiten. Wie ich das jetzt hier auch gerade mache. Natürlich habe ich aber fast auch jedes Mal einen getroffen. Sobald ihr nämlich irgendwo getroffen werdet, verzieht ihr nämlich ein bisschen. Das kann natürlich ein bisschen problematisch werden, wenn ihr schon über den Kontrollpunkt hinweg seid. Ich weiß nicht, ob das gespeichert wird bis zu den Kontrollpunkt. Aber wäre kritisch, wenn ihr dann das ganze Spiel nochmal von vorne, die Mission nochmal von vorne machen müsstet. So, wenn die Panzerfahrzeuge kommen, ist natürlich der nächste Checkpunkt erreicht. Also immer weiter Molotovs holen und immer überall hinwerfen am besten. So, bis es kommt, dass sie in eine Kanalisation gehen. Dann müsst ihr wirklich helfen. Dann müsst ihr nämlich die linke Flanke verteidigen, das Haus verteidigen. Das wird ein wenig bisschen, naja, denn. So. Natürlich, am besten wäre es nur die unbeweglichen Ziele, also die sich wirklich gerade nicht bewegen und nicht auf euch schießen. Dann müsst ihr natürlich gucken, sobald nämlich eure Kumpanen draußen sind, schießen die natürlich auch auf die Leute, die fallen natürlich dann um. Jetzt kommen zum Beispiel die Sachen von wegen, ihr müsst sie beschützen von der linken Flanke. Da müsst ihr auf alle Fälle den Kettenfahrzeugfahrer ausschalten, bevor es dann überhaupt weitergeht. Das habe ich dann auch erst mitgekriegt, nachdem hier die ein paar Mal erzählt haben, weil ich dachte, die meinen den Typen da hinten, den konnte ich aber nicht wirklich nicht sehen. Ich dachte, nee, den schieße ich nicht ein, weil den treffe ich halt nicht. Die warten dann wirklich darauf, bis du den Schützen oben im Panzer ausschaltest. Am besten Atem anhalten bei sowas und Feuer frei und das war's. Jetzt gerade wollte ich schon abdrücken. Da hat es ganz kurz geknappt. Hier klappt noch. Aber es war ganz schön eng. So. Na dann kommt von wegen das Hotel. Das müsst ihr dann auch noch befreien. Gerade die Fenster oben. Und dann solltet ihr eigentlich schon die Trophäe bekommen. Aber um sicher zu gehen, wenn ihr diese nicht bekommen habt, würde ich jetzt bis jetzt wirklich, wenn ihr bis auf dem Dach seid, versuchen zu treffen. Denn nehme ich jetzt über und gegenüber vom Dach, kommen jetzt auch noch welche. Und zwischen den Dach habe ich die Trophäe gekriegt, also ungefähr jetzt. Nach der Granate habe ich die Trophäe bekommen. Ich wusste jetzt aber nicht, ob das mit dem Dach mitzählt oder nicht. Also macht es lieber. Also bis zum nächsten Mal. Macht es schön.